Heute haben wir unglaubliche 20 komische und ziemlich ungewöhnliche Tode aufgelistet, die du in Videogames sterben kannst. Übrigens findet ihr die meisten der Spiele in diesem Video auch auf Instant Gaming. Wir wissen, dass es schwierig sein kann, Wunschspiele zum günstigsten Preis zu kaufen, ohne dass es zu Problemen kommt. Bei Instant Gaming bekommt ihr die besten PC-, Mac- und Konsolenspiele mit bis zu 70% Rabatt. Und das vor allem sicher. Schaut mal rein, der Link ist in der Videobeschreibung. Und schon geht's los mit den abgefahrensten und komischsten Toten in Videogames. Am liebsten sind uns ja die Aufschneider in Videospielen, die sich selbst für unbesiegbar oder am geilsten von allen halten. In Assassin's Creed Odyssey ist das Ajax, jedenfalls nennt er sich so, und er behauptet, er wäre die Reinkarnation des legendären Helden. Er hat laut eigener Aussage Ajax' Helm auf dem Kopf und der macht ihn unsterblich. Großspurig ruft er alle Dorfbewohner zusammen, die bei dem nun folgenden Spektakel zusehen sollen, und er fordert uns auf, ihn anzuzünden, um zu beweisen, dass er dank des Helms nicht sterben kann. Da er darauf besteht und uns mittlerweile ziemlich auf den Sack geht, erfüllen wir ihm seinen Wunsch. Und es passiert das, was wir alle schon geahnt haben. Das Großmaul brennt eben doch und hat damit sein Todesurteil besiegelt. In Red Dead Redemption 2 kannst du dich einer Sekte anschließen. Naja, wir werden eher mit reingezogen. Jedenfalls können wir nichts gegen den Ausgang dieser Geschichte tun. In der Stadt treffen wir diesen Mann, der die Leute vor dem nahen Weltuntergang warnen will. Und er wirbt für seine Sekte, die einzig und allein in der Lage sei, in diesem Fall für Sicherheit zu garantieren. Aus Neugier schauen wir uns die Heinis mal genauer an und besuchen die Sekte oben am Cliff. Der Anführer der sogenannten Chelonia-Sekte bittet uns, näher zu treten. Und dann sind wir auch schon in der Cutscene gefangen. Die Sektenmitglieder beweisen, dass sie nicht mehr alle Latten am Zaun haben und stürzen sich nacheinander die Klippe runter. Und wir laufen leider hinterher. Wenn es dich in Skyrim in den Fingern juckt, was Dummes anzustellen, dann kannst du deinen Mut dadurch beweisen, dass du dich einem Riesen näherst. Die Gesellen sehen finster aus, haben ordentlich Muskeln und tragen im schlimmsten Fall eine Keule. Aber naja, du hast es ja nicht anders gewollt. Wenn du ihnen zu nahe auf die Pelle rückst, kannst du erleben, wie wunderschön hoch du in Skyrim fliegen kannst. Link kann in Breath of the Wild 100 verschiedene Tode sterben. Aber hättest du gedacht, dass dich im Spiel auch eine dünne, wütende Frau um die Ecke bringen kann? Du musst sie nur genug reizen. Leider sind ihre Beweggründe niedrig. Sie regt sich auf, wenn wir ihre Blümelein platt treten. Beim ersten Mal dreht sie durch und rennt wütend im Kreis. Das finden wir irgendwie lustig und wollen uns das Schauspiel nochmal angucken. Also treten wir die nächste Tulpe platt. Wenn wir es wirklich übertreiben, dann treten wir dreimal auf ihre sorgsam gepflegten Beete und werden dafür von der Blumenlady buchstäblich niedergemäht. Ich werde dich dafür bezahlen, dass du dich umbringst. Rufst du die Hyperion Selbstmordpräventionshotline an, kriegst du gar nichts. Willst du aber eine saftige Belohnung kassieren, spring von dieser Klippe und unterwirf dich mir. In einer der für Borderlands 2 berüchtigt doofen Quests glaubst du erstmal, du hörst nicht richtig. Der Typ fordert uns auf, uns umzubringen und uns ihm zu unterwerfen. Dafür verspricht er uns eine saftige Belohnung, mit der wir dann natürlich echt was anfangen können. Tod aber reich, wer kennt's nicht. Wenn wir neugierig sind, was passieren wird, dann stürzen wir uns wirklich von der Klippe und werden dafür richtig schäbig ausgelacht. Du hast dich also tatsächlich umgebracht. Geh zum schwarzen Brett, dann kriegst du dein Geld. Wir müssen einfach den Baby-Pinguin aus Super Mario 64 auflisten. Eigentlich ist es nur unser Job, der Pinguin-Mama ihr Kleines zurückzubringen. Aber unzählige Gamer haben dann ausprobiert, ob man das Baby auch nehmen und von der Klippe runterstoßen könnte. Das klappt tatsächlich, ist aber ein echter Arschloch-Move, der zum ansonsten immer treuen Mario mal so gar nicht passt.
Im urkomischen Action-RPG A Bard's Tale triffst du auf diesen jungen Mann. Er hält sich selbst für den Auserwählten, was immer das auch genau bedeuten soll. Und er traut sich noch nicht recht, über die Lava zu laufen, um die Truhe dort zu öffnen. Anscheinend hat irgendjemand versucht, ihn davon zu überzeugen, dass er der Auserwählte sei, der alleine imstande sei, diese Truhe zu bergen. Und der Hämpfling möchte das auch unbedingt selbst glauben, so viel kriegen wir mit. Um uns zu beweisen, dass er der einzigartige Auserwählte ist, läuft er also los, überquert die Lava, öffnet die Truhe, nimmt an sich, was drin liegt und verbrennt bei lebendigem Leib. Er schafft es gerade noch über den dünnen Steg zurückzulaufen, bis er zu einem Häufchen Asche wird. Und wir können seine Beute jetzt bequem einsacken. Bad choice, chosen one. For you at least. Was jetzt kommt, ist unvorstellbar fies. Du findest im Netz tatsächlich Anweisungen, wie du genau vorzugehen hast, um dich im Shooter Arma 3 totzustellen, um andere Spieler so aus dem Hinterhalt erschießen zu können. Dieser Spieler hier, der YouTuber Brad, zeigt dir, wie es geht. Du suchst dir also erstmal einen Platz aus, an dem du tatsächlich gestorben sein könntest, und drapierst deinen Körper dann so, dass es aussieht, als wäre er tot. Dafür musst du dich in eine passende Position bringen, etwas Munition neben dich legen oder eine Waffe. Wenn du Z und Ctrl-S drückst, liegt dein Charakter am Boden, als wäre er eine Leiche. Und du kannst jeden Spieler, der darauf reinfällt, aus nächster Nähe erschießen und looten. In 90% aller Fälle funktioniert das, aber mittlerweile werden Spieler vorsichtiger und schießen einem leblosen Körper lieber sicherheitshalber in den Kopf, um auf Nummer sicher zu gehen. Die Assassin's Creed-Reihe hat einfach die verrücktesten Charaktere. Dieser alte Mann hier wirft gerade all sein Hab und Gut einen Abhang hinunter, bis Eivor dazukommt, um zu fragen, was er da macht. Es stellt sich heraus, dass der Mann sein ganzes Leben lieber die Klippe runterwirft, als es seinen Kindern zukommen zu lassen. Und er bringt seine Sachen lieber nach Asgard, der nordischen Mythologie nach, ins Reich der Götter. Das kommt uns alles zwar komisch vor, aber gutherzig wie wir sind, helfen wir ihm dabei. Wir wollen uns gerade verabschieden, da stürzt sich der Alte selbst hinterher und in den Tod, wo er seiner Meinung nach mit all seinem Krempel wieder vereint ist. To Asgard! What? Wait! Thank you! In Resident Evil 4 kannst du nicht mal in einen verdammten See schießen, ohne dass du dafür tödliche Konsequenzen erleidest. Wenn Leon ein paar Mal auf die kleinen Fische im Wasser feuert, stört er damit die größeren Seebewohner auf und wird plötzlich von einem gigantischen Riesensalamander in einem Haps verschlungen. Dafür gibt's sogar eine Trophäe. Dass einen ein 500 Pfund Riesenfisch töten kann, erscheint logisch. In Luigi's Mansion 3 kannst du aber sogar von einem Flossenschlag ins Gesicht sterben. Am Waschbecken haut dir ein Geisterfisch einen rein, was dir den Stecker zieht. Oder es kann vorkommen, dass du von einem Koffer zerquetscht wirst, was auch ein recht ungewöhnlicher Tod ist. Was ist es eigentlich genau, was uns beim Schlag mit einer Bratpfanne so zum Ausrasten bringt? Es sieht einfach wahnsinnig witzig aus, wenn Spieler in allen möglichen Games mit einer Bratpfanne als Waffe durch die Gegend laufen, auch wenn so ein Schlag schnell tödlich enden kann. Die Bratpfanne gehört zu den beliebtesten Waffen in PUBG, Left 4 Dead 2, Team Fortress 2, Silent Hill oder Postal. Vielleicht sind es aber auch nur diese unglaublich lächerlichen Soundeffekte. In Hotline Miami und Hotline Miami 2 können dich sogar Türen töten. Du musst einfach nur feste gegenlaufen und potenzielle Feinde auf der anderen Seite kriegen die Tür mit Schmackes in die Visage gedrückt. Du kannst auch gegen eine Tür schießen, was sie aufspringen lässt und jeden Gegner dahinter sofort tötet. Oder sie werden einfach umgeworfen, was sie für kurze Zeit außer Gefecht setzt. Der Plan hatte soweit funktioniert. Vielleicht sogar etwas zu gut. Die Termiten folgten nun Lillys Honigtapsen zurück in den Innenhof. Lilly ist die süßeste und bravste Klosterschülerin, die es gibt. Aber in Harveys neue Augen passieren um sie herum ständig unerklärliche Morde. Eigentlich hatte Lilly nur die Aufgabe, die Termiten am Baum mit Honig wegzulocken.
Leider führte diese Honigspur zur Bank im Innenhof, wo bis gerade eben noch ein fieser Mitschüler von Lilly saß. Den haben die Termiten aber wohl mit Haut und Haar verspeist. Jedenfalls ist dort, wo ihr Mitschüler saß, nur noch einer von Lillys Gnomen zu sehen, die jedes Opfer mit rosa Farbe anstreichen. Die Gnome gibt es nur in Lillys Kopf, aber sie sorgen dafür, dass Lilly kein Blut sehen muss. Und als wäre das nicht genug Anlass zur Freude, hatte sich auch noch einer dieser lustigen Gnome, die Lilly manchmal sah, zu ihnen gesellt. Als damals zum ersten Mal das Hühner-Easter Egg in Legend of Zelda Ocarina of Time gefunden wurde, hatten Gamer erstmal nichts anderes im Sinn, als Hühner zu piesacken, um das Schauspiel selbst zu erleben. Im friedlichen Dörfchen Kakariko laufen mehrere Exemplare der freundlich pickenden Federviecher rum und Link kann sie mit dem Schwert schlagen. Wenn er es aber übertreibt, rotten sich die Hühner zusammen, um gemeinsam zurückzuschlagen. Und dieser Hühnermob sorgt dann dafür, dass Link für seine Tierquälerei mit dem Leben bezahlt. Was für einen Tod hatten wir eigentlich noch nicht? Ach ja, Tod durch Lachen. In Sims 4 kann dein Charakter der Hysterie verfallen. Es hilft, wenn sich dein Sim prächtig amüsiert, ein paar alkoholische Getränke kippt und sich unterhält. Irgendwann wird aus dem ausgelassenen Gelächter ein Keuchen und dein Charakter klappt zusammen. Todesursache: Hysterie. Diese Lady glaubt, dass eine bestimmte Frucht ihr Pferd in einen fliegenden Pegasus verwandelt. Und sie lässt sich auch von unseren Überredungskünsten nicht davon abbringen. Pegasus ist in der griechischen Mythologie ein weißes, geflügeltes Pferd, das durch die Lüfte fliegen kann. Aber diese selbsternannte Pferdeflüsterin scheint nicht zu begreifen, dass das nur eine Sage ist. Jedenfalls steigt sie auf und reitet selbstbewusst und in vollem Galopp auf den Abhang zu, wo sie zwar eine Sekunde in der Luft segelt, aber dann wie jedes Objekt, das den physikalischen Gesetzen unterliegt, auf den Boden kracht. Ja, du kannst in Videospielen auch durch einen simplen Bug zu Tode kommen. Geralt ist hier in The Witcher 3 unterwegs, will eigentlich nur sein Boot besteigen und findet sich plötzlich in 10 Meter Höhe wieder. Wie er dahin gekommen ist, wissen nur die Entwickler. Jedenfalls sorgt der Fallschaden bei diesem lustigen Glitch dafür, dass wir ein Leben verlieren. Wer ist kein Fan von witzigen Todesanimationen? In Crash Bandicoot 3 gibt es mit die besten. Wenn dich der dicke Frosch hier erwischt, kriegst du von ihm einen Schmatzer aufgedrückt. Und der Frosch verwandelt sich in einen Prinzen. Oder du wirst von einem Säbel zerteilt und deine Beine machen im Alleingang einen Abgang. Das ganze Spiel hindurch ist Regenwurm Jim auf der Suche nach seiner schönen Freundin. Und wenn er sie dann endlich vor sich hat, wirft irgendein Spacko eine Kuh auf sie drauf. Das ist wohl der ungewöhnlichste Tod der ganzen Liste. Vielen Dank fürs Zuschauen. Habt ein mega Wochenende. Schreibt in die Kommentare, welche Tode von Videospielcharakteren gut ins Video gepasst hätten. Und bis zum nächsten Mal.